Kann es sein, dass man das echt am Ladebildschirm sieht und ich das einfach nur nicht mehr weiß? Wie ich hier. Hier gibt es einen Generator. Okay. Ladebildschirm ganz am Anfang. Ach, hier seht ihr die Nachricht. Okay, die sind im Traum, gell? Ich glaube, wenn die im Traum sind, kann man als Überlebender die wecken oder halt der Generator selbst, wenn man den verkackt. Und Kevin war ja der andere Typ. Ich glaube, das würde ich auch sehen, wenn die pennt. Ach du. Jemine. Geh du zuerst. Scheiß, man sieht ja Freddy nicht. Welchem Raum ist denn dieser Generator bitte? Bin ich echt so blind? Habe ich den unten übersehen? Hängt da. Die Frage ist, Freddy jetzt ganz weg? Gar keine Musik. Aber ich sehe ja, wenn er mich anguckt. Das ist der Vorteil an dieser Katze. Ich weiß, die Katze empfehlen viele nicht, weil das halt so ein bisschen Robot-mäßig ist. Aber, ich finde die gerade bei solchen Killern praktisch. Die. Ah, da hinten. Die man halt nicht sieht. Wie den Freddy jetzt zum Beispiel. Ich meine, okay, man kann den Freddy halt dann hören. Ding? Ecke. Er hat doch gerade. Ach da. Ich wollte schon gerade sagen, der hat ihn doch gerade verletzt. Warum sehe ich den nicht? Der musste Leertaste noch nicht drücken, ne? Der hing noch nicht zwei. Ich muss mir echt mal angewöhnen, dass ich mir so merke.
Der Freddy ist anscheinend dahin gelaufen. Mach mal einen Sprintboost. Ich bin auch nur Leute vom Haken am Holen. Aber das ist ein guter Killer. Weil der kommt noch nicht mal in die Nähe, wenn man jemanden vom Haken geholt hat. Theoretisch könnte der das ja eigentlich machen, aber das macht er nicht. Das finde ich gut. Weil ich finde das persönlich auch ein bisschen... Also wenn ich Killer spiele und ich habe jemanden an den Haken getan, versuche ich eigentlich immer, soweit es geht, wegzugehen. Dass man wenigstens die Chance hat, jemanden zu retten und auch vielleicht auch direkt zu heilen. Ich meine, klar, wenn man dann jemanden am Haken hat und der stirbt, bekommt man Punkte dafür. Aber was bringt das einem, wenn er direkt beim ersten Mal vor allen Dingen dann beim ersten Mal aufhängen direkt stirbt? So hat man vielleicht die Chance, den zweimal, also insgesamt ja dreimal aufzuhängen und bekommt dementsprechend auch mehr Punkte. 18. So, Generator fertig. Jack liegt. Kevin verwundet. Kevin liegt. Kevin und Jack liegen. Einer wurde aufgehoben. Oh, oh, oh. Okay, der ist schon hinüber. Der hier unten steht. Okay, Freddy ist auf jeden Fall noch in meiner Nähe. Okay, der hängt wieder. Aber ich weiß nicht, zum wievielten Mal der jetzt schon hängt. Und das ist jetzt eigentlich eine blöde Idee, den Generator zu machen, weil der Haken ist, glaube ich, direkt hier in der Ecke, gell? In der Necke. Okay. Bringt er den hin? Oh, geil. Ich schlafe. Nice. Habe ich mich jetzt erschrocken. Entschuldigung. Aber das mögt ihr ja in Horrorspielen, dass man sich auch mal erschreckt, gell? Mama mia. Und in dieser Traumwelt ist das ja echt ätzend. Aber ich lock den jetzt so weit es geht von den anderen weg. Anderen schön die Chance haben. Ich muss mich irgendwie aufwecken. Aber ich hänge ja noch nicht, ich darf hängen. Oh, ich habe mich aber auch gerade echt leicht erschrocken. Nur ganz leicht. Okay, ja, und das ist echt bitter, dass man den danach nicht mehr sieht. Aber okay. Einer hängt da. Einer ist da.
Er war gerade noch kurz in meiner Nähe. Ist immer noch kurz in meiner Nähe. Freddy, geh mal woanders hin. Danke. Als ob er das gehört hätte. Ich glaube, der ist auch im Schlaf. Also er ist im Schlaf, glaube ich. Auch. Eins, zwei, Freddy, komm vorbei. Ich kann mich ja wenigstens im Traum heilen schon mal. Ein Fenster. Oh, ich stehe im falschen Raum. Das ist keine gute Idee, hier in diesem Raum zu stehen. Aber vielleicht läuft er ja... Auch bei der Selbstheilung, wenn man die verkackt. Ist ja geil. Gut zu wissen. Ich dachte nur bei Generatoren, weil die halt so laut sind und so. Aber das ist cool. Dass ich das jetzt weiß. Dann mache ich das nämlich immer. Werde ich mal kurz selbst heilen und beim Fähigkeitencheck verkacken. Da ist noch ein Generator. Ich fange den jetzt einfach mal an. Bis er hängt, bis ich weiß, wo er hängt. Ich weiß nur, irgendwo da ist er gewesen. Da. Ja, der ist tot. Mann, ich erschreck mich immer. Auf damit. Ich will mich doch nur heilen. Der aber auch wirklich von allem nicht ablässt, ne? Komm, lass mich mal in Ruhe. Ist. Ja, danke fürs Mitspielen. Vielleicht ja das nächste, sehen wir uns ja das nächste Mal wieder, dann kannst du ja wieder mitspielen. Ja geil, jetzt sehe ich ihn gar nicht. Weißt du, gerade im letzten Moment aufgewacht und dann hat er mich doch noch erwischt. Mist. Okay, er macht die Tür auf schon mal. Das heißt, die Tür... danke für dein Follow, Jojo. Vielleicht habe ich ja Glück und er... Ne, er hilft mir nicht. Und tschüss. Aber gut, ich glaube, Freddy war auch gerade bei dem. Von daher... ist eh vorbei. Ich weiß gar nicht mehr, bringt das überhaupt noch Punkte? Die ganze Zeit zu klicken. Mein Tee ist leer. Und mein Kaffee-Tee-Spawner ist nicht da. Das ist scheiße.
Aber wenigstens hat einer überlebt. Und punktetechnisch. Yeah. Ob wir die 14 heute noch knacken? Ich würde die 14 ja schon gerne heute noch knacken. Hä? Ich habe doch gerade auf Verlassen geklickt.